falls Sie jetzt zu Hause sitzen und sagen, ich so saff ich richtig einen mit, was habt ihr für komische Müsse auf? Ja? Falls Ihnen es so geht, ja, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie morgen einen extremen Kater haben. Wie Sie diesen Kater wieder loswerden, erklärt uns ein Mann, der das immer beim WDR in der Hypothek macht. Ja? Und wir haben da auch schon mal was vorbereitet. Ja? Und heute ist er hier. Herzlich willkommen, Jean Pütz, meine Damen und Herren. Willkommen. Danke. Du hast du Rosenmontagszug angeguckt heute? Ja, selbstverständlich. Und wie war's? Wie immer, schön. Ja. Das ist auch deine Heimatstadt. Ja, hat das geregnet, oder? Ja, das ist furchtbar. Furchtbar. Ja. Nee, es hat die Sonne geschienen. Ja, so, was kann man machen gegen, da hast du ja ein bisschen was vorbereitet. Ja. Gegen? Ja. Du meinst gegen den Kater? Gegen den Kater, ja, ja, zunächst genau. Möchte ich ein Missverständnis ausräumen. Ja? Also von Kölsch kriegt man keinen Kater, das ist Medizin. Ach so, da kriegt man keinen Kater? Ja, aber offenbar diejenigen, die also jetzt noch so einen Kater haben, die werden viel zu viel Schnaps getrunken haben oder andere Getränke. Ja. Ja? Schön. Ja, und wie kriegen wir das weg? Ja, also das Problem beim Kater ist natürlich, dass man ziemlich viel getrunken hat. Ja. Und dass gleichzeitig dann viel Mineralstoffe, Vitamine, alles wird aus dem Körper geschwemmt. Geschwemmt. Durch den Alkohol? Ja, eben, ja. Durch den Harndrang? Sowohl bei Weibchen als auch bei Männchen. Ja, ja, ja. Ja. Wesentlich durch den Harndrang? Ist das Das ist ja der Harndrang unter anderem. Ich meine, wenn alles funktioniert. Ja, ich meine, wer weiß, wer sonst noch einen Drang hat. Was tue ich denn, wenn ich so einen Kopf habe? Ja, also du willst jetzt von mir ein Spezialrezept haben. Das wäre gut. Pass auf, da kannst du mir mal helfen. Schneid die mal durch. Hier. Also so, die Orange durchtrennen. Ja, ja, das Messer muss schneiden. Und jetzt drückt man hier richtig kräftig drauf. Ja. Sag mal, ich habe jetzt gerade gesehen, wenn du vielleicht hier nicht mehr gebraucht wirst, dann kannst du in jedem Fall auch einen kölschen Sitzungspräsident darstellen. Das hast du gut gemacht. Ja, mich weggesagt. Alle Achtung, alle Achtung. Dankeschön, schick mir große Mühe. In Köln muss man ein bisschen mehr so sprechen. Ja, hast du recht. Ne? Ja. Ja. Da wird man auch ernst genommen von den Weißt du, wir haben ja... Hier in Köln. Weißt du eigentlich, dass ich der Sohn einer Jungfrau bin? Wie, der Sohn einer Jungfrau? Ja. Und zwar, nein. Als ich geboren wurde, war mein Vater Kölner Jungfrau. Tatsächlich? Ja, und es gibt wenige Männer, die von einer Jungfrau geboren worden sind. Selbstverständlich. Und da war also den einen, den kennt man, aber der ist dann nachher ans Kreuz genagelt worden. Nein, das war 1937. Und jetzt haben wir hier schon ein bisschen. 1937 bist du geboren? Echt? Ich bin 36 geboren, 37. Mein Vater war die letzte Kölner Jungfrau, männliche Jungfrau vor dem Krieg. Ist ja und den. Dann ist ja der Hitler, verboten. Ich habe dich viel jünger eingeschätzt. Ja, tatsächlich? Ja. Was trinkst du? Jetzt können wir das ausmachen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das tun wir jetzt hier rein. Also zunächst muss man Vitamine. Orangensaft. Jawohl, ja. Orangensaft. Gut. Und dann schneiden wir die. Die kannst du auch noch mal die klein Kiwi schneiden. Auch noch durch? Jawohl, jawohl. Wir brauchen nämlich auch noch ein paar Eiweißstoffe. Und jetzt werden wir noch einen kleinen Trick machen. Was mache ich damit? Reinschmeißen einfach? Ja, meinetwegen. Ich will hoffen, dass wir das nachher auch klein kriegen. Mit Schale oder was? Ach, wo ist denn hier? Ach du, ja, du kannst da reintun. Das macht nichts. Die Schale ist ganz gut. So. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen hier. Jetzt guck mal. Ach, Aspirin. Auch noch mit rein? Ja. Oder wird sich der Kalli aber freuen, etwas wenn wir ganz besonders. Also ja. Aspirin ist insofern auch... Nicht nur ein Medikament, sondern auch etwas sehr Positives, macht das Blut nämlich dünner. Ah, okay. Es ist sogar eine Prophylaxe gegen Schlaganfall und so, wenn man da regelmäßig... Also man muss vorsichtig sein, es kann ja an den Magen gehen. Also Aspirin, so. Orangensaft, Kiwi, Banane. Banane, jetzt machen wir das klein. Und zwar Aspirin sollte man nicht ganz schlucken als Tablette, sonst bleibt die irgendwo hängen und dann kriegt man Magenbeschwerden oder sogar Darmbeschwerden. Ja, da sollte man aufpassen. So, und jetzt was? So, und Wasser? Jetzt nehmen wir ein bisschen Wasser da rein. Hm. Und dann hier, die Mineralstoffe brauchen wir noch. Welche? Diese hier. Ach so. Jawohl. Multivitamin, das hier, Magnesium. Ist, Magnesium, ganz und wichtig. Calcium, ganz wichtig, dass Sie sich das da auch. Das sprudelt jetzt ein bisschen, darfst du sich nicht erschrecken. Das will man nicht ernsthaft trinken, nicht? Oder? So, ja, warte doch mal ab. Das schmeckt ganz schön. Das schmeckt? Ja, das du trinkst das auch vor? Ja. Ja. Wenn du mir keinen Rollmops da rein tust. Ja, wofür ist der Rollmops? Kann man den Rollmops da rein tun? Ja, du weißt, das ist ja eben, das sind die alten. Hier mache ich noch ein bisschen Gemüse rein. Ja, ich esse in der Zwischenzeit mal eine Wurst, ne? Ja.
Das ist Junkfood, das kann ich dir nicht empfehlen. Wo ist nicht gut? Na, gegen Tata? Es gibt viel schönere Sachen hier. Ja, lecker. So, jetzt sind wir soweit. Machen wir noch ein bisschen hier da rein. Ja. Ich müsste eigentlich die noch zerkleinert haben. Das ist ein wunderschöner Stößer hier. Guck mal hier. Ein Mörser, wie es früher üblich war. Jawohl. Und jetzt wollen wir hoffen, dass das Ding funktioniert. Oh, es funktioniert. Ja. Yes, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Geh mal weg. Guck mal hier. Du kannst ruhig kommen. Nee, mach mal. Hör mal, hast du Angst, deine weiße Weste würde dreckig werden? Nee, mach die Schweinerei mal selber. Wir verteilen das erst dürfen die in der ersten Reihe trinken davon. Ja. So, also wichtig ist, dass man Mineralstoffe, Vitamine und ein bisschen Aspirin, das kann wirklich nichts schaden. Das sieht aber lecker aus. So, Und wo haben wir denn da das Da läuft hier? Aber das Wasser im Munde zusammen. So, herrlich. Probier du mal zuerst. Wenn du überlebst, trinke ich nach. Ja, auf Ex, die haben sie wohl nicht gerade. Also, jetzt sag mir, ob das schlecht schmeckt. Prost, Jean. Prost. War schön, dich kennengelernt zu haben. Herrlich. Ja, das bringt wirklich was. Und dann ist der Kater wann weg? Also, der geht relativ schnell weg. Ja. Außerdem ist es eine Frage der Einstellung. Mhm. Man muss sich schon auf den Kater vorbereiten, wenn man trinkt. Ja, also schmeckt wirklich nicht so schlecht. Nee, kann man wirklich trinken. Ja. Ja, tolles Rezept, meine Damen und Herren. Das kriegen Sie bestimmt auch beim WDR, oder? Die schicken das kostenlos zu, oder? Jawohl. Sehr gut. Ja, klar. Dann haben wir die Kacke nicht am Hals, ne? So, meine Damen und Herren, also Rezept beim WDR von Jean Prinz. Vielen Dank für den Besuch. Jean Prinz.